round and pound. Round and wie versprochen zum Hauptkampf des heutigen Abends, gesponsert durch El Loco, das schärfste Restaurant Berlins. Dieser Kampf ist ein Duell im Weltergewichtsklasse, ist 77 Kilogramm, angesetzt auf 3x5 Minuten. Ich rufe in die rote Ecke Amir Sheikh Hussein. Gegner in die blaue Ecke, Sebastian Steinmann. Fünf für den Sport, das ist alles, was du brauchst. Fünf
Das Leben ist wie Käfigkampf. Geh voran, steh dein Mann, gib uns Mann und geben kann. Los geht's, mach deine Familie sind die Freunde, die dich tragen. Der Kämpfer in der roten Ecke ist ein Judoka, hat 6 MMA-Kämpfe bislang bestritten, 2 davon gewonnen. Er stand erst vergangene Woche gegen UFC-Veteran Marcin Bandel im Ring, heute hier bei Sprawl and Brawl. Vom Team Persian in den Niederlanden, Amir Sheikh Hussein! Sein Gegner in der blauen Ecke ist ein zweifacher Sprawl and Brawl Veteran. Seine Stärken sind Judo und Boxen. Seine Bilanz: 14 Kämpfe, 9 Siege, 4 durch Team KO. Vom MMA Team hier in Dresden, Sebastian Steinmann! Bye.
seconds out of the cage. Die Betreuer verlassen den Käfig. Schöne Szene hier, ihr seht die Brüder schreiben.
waren die Leute dabei, wenn sie wohl konnten. Und ein besseres Datum hätte ich dafür nicht aussuchen können. Heute sind auch zum ersten Mal die Eltern der beiden Jungen im Publikum. So, jetzt wollen wir das Ganze noch offiziell machen. Sieger durch Triangle Jump nach 3 Minuten und 52 Sekunden in der zweiten Runde, Sebastian Steinmann! So, Freunde, und ich denke, wir haben eine tolle, tolle Veranstaltung hier heute wieder mal gesehen. War die fünfte Veranstaltung von Small Floor, die erste hier in Dresden. Und ich denke, nach so einem tollen Publikum, nach so tollen Kämpfen hier mit Sicherheit auch nicht die letzte. Das war's von uns heute hier. Kommt hier nach Hause und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.